Warum und wodurch wird der Preis von Ultima steigen? Wenn Sie sich jemals für Wirtschaftsfragen interessierten, dann haben Sie sicherlich schon vom Gesetz von Angebot und Nachfrage gehört. Dieses Gesetz steuert den Preis eines jeden Produkts. Wenn es mehr Käufer als Waren auf dem Markt gibt, steigt der Preis. Wenn umgekehrt, sinkt er. Auch bei Ultima und bei anderen Kryptowährungen unterliegt der Preis diesem Gesetz. Stellen Sie sich eine wertvolle Ressource vor, zum Beispiel Diamanten, Erdgas oder Erdöl. Nicht alle Länder verfügen über diese Ressource, deshalb kaufen sie in anderen Ländern ein. So sind sie zum Beispiel gezwungen, Erdöl in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu kaufen. Natürlich sind die Exporteure versucht, so viel Öl wie möglich zu fördern und so viel wie möglich zu verkaufen. Wir wissen aber, wenn zu viel gefördert wird, wird das Angebot die Nachfrage übersteigen, der Preis wird fallen und die Ressource selbst kann schnell ausgehen. Die erdölexportierenden Länder haben deshalb ein Abkommen unterzeichnet und die OPEC kontrollierte die Einhaltung des Abkommens und regulierte somit die Erdölproduktion. So weit, so gut und die Preise waren hoch. Als der Vertrag aber eines Tages gebrochen wurde, brachen mit diesem ganzen schönen Konstrukt auch die Ölpreise plötzlich zusammen. Ultima befindet sich jetzt unter solchen Bedingungen wie das Erdöl in den goldenen Zeiten des Ölmarktes. Das Angebot ist begrenzt, sodass ein Überangebot unmöglich ist und die Nachfrage nach dem Token wächst mit der Entwicklung der Ultima-Infrastruktur, dem Wachstum der Community und der zunehmenden Nutzung des Tokens durch die Masse. Das Mining der neuen Tokens wird durch die neue einzigartige Technologie DeFiU gesichert. Übrigens, im Gegensatz zum Ölvertrag sind die Blockchain und der Smart Contract gar nicht bedroht, denn es ist physisch unmöglich, sie zu brechen. Für die Unverletzlichkeit und die Sicherheit des Vertrags sorgt die Blockchain-Technologie. Wovon hängt also der Preis von Ultima ab? Für die Preisgestaltung sind mehrere Faktoren verantwortlich, technische und infrastrukturelle. Erstens gibt es gemäß der Halving-Strategie eine ständige Angebotskürzung im Netzwerk. Zusätzlich finden ständig Provisionsverbrennung und Tokensperrung im Pool statt. Dies führt zu Knappheit und zu einer hohen Nachfrage. Die zweite Gruppe von Faktoren hängt damit zusammen, dass Ultima ein großes Infrastrukturprojekt ist, wodurch die Zahl der Nutzer ständig zunimmt und heute schon nahezu 3 Millionen erreicht, die eine permanente Nachfrage sichern.